Hallo Freunde, das Spiel kurz beim letzten Mal haben wir hier aufgehört und ich habe ein bisschen gefarmt, dass wir uns jetzt reisen wir mal ins Tiefen von Aschinger Dörf Mooboy und dort möchte ich mich bei diesem Nachlassverwalter noch was kaufen und dann möchte ich noch bei diesem Wollt ihr eine Opfer? Karpfenschuppenhändler so. Achso, Moment, habe ich vergessen. Mögen die Ja. Verstorbenen in Frieden ruhen. Genau, und ich wollte noch sagen, wer neu bei meinem Kanal ist, lasst mir ein Abo da, wenn euch mein Video gefallen hat. Und jetzt geht's weiter. Ich habe nur vergessen, das Gold, was ich gesichert habe, geht es jetzt nicht aus? Hä? Was verkaufe ich irgendwas? Ah doch, sicher. Bitte. Wollt ihr eine Op Ja, will ich. Seht ihr, gut, da können wir uns auch noch das kaufen. Und zwei Karpfenschuppen. Gut zu wissen. Müssen wir uns merken. Mögen die Weil ich möchte die Verstorbenen in Quest. Frieden ruhen. Okay. Jetzt haben wir nämlich statt dem dieses nette Fläschchen und jetzt können wir die Kopflosen besser besiegen. Aber ich möchte. Ich möchte jetzt zur Aschinger Burg zurück, glaube ich. Oder wir machen. Naja, ich habe kein Konfetti. Nein, verlassen verließ. Machen wir das. Ich möchte diese Post jetzt mal besiegen. Und er zaubert schon herum. Gut, runter mit mir. Mist, die Flasche. Ausweich. Okay, ich bin zu dumm. Okay. Okay, ich bin tot. Was ist das jetzt? Gift oder? Ja. Keine Ahnung. Glaube, die Flasche sollte ich nehmen, wenn ich. Moment, die lese ich mir jetzt mal durch, was die macht. Ich weiß nur, dass es Wahnsinn heilt. Malierte lila Kürbisflasche. Eine kurvige, melierte lila Kürbisflasche, der mit Heilwasser gefüllt ist. Ja, das ist das gleiche, was bei der normalen steht. Reduziert die Ansammlung von grauen Status und erhöht den Widerstand gegen Grauen. Okay, dann muss ich es doch vorher nehmen. Die verdrehte Form des Kürbisses entstand bei der Verwendung in Gräbern auf von Leichen geräumten Schlachtfeldern und an anderen Orten des Todes. Als Folge verhindert das Trinken des enthaltenen Wasser die Entstehung von Grauen. Interessant. Denke gerade darauf, ob ich den jetzt wirklich mache.
langsam, ja, sicher. Ja. Und der Typ, der geht mir auf die Eier. Achso, jetzt habe ich mein Leben übersehen. Das ist nur ein kleiner Miniboss und ich versag hier voll. Aber das wird vielleicht doch. Ich habe ihn noch nicht so oft probiert eigentlich. Aber nein, weil, wisst ihr was? Jetzt hier möchte ich zuerst in Sinatra anwesen. Nein, daher ist egal. Ich möchte den Karpfenschuppenhändler besuchen. Oder wie die Karpfenschuppen? Ja, ich glaube. Da kann ich mir eine neue Fähigkeit holen. Ich glaube eine latente, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber hier sind nämlich auch noch einige Karpfen gewesen. Ja, komm, leck. Ja. Ist schon cool. Abtauchen, ja, das ist ja auch so geil, dass du tauchen kannst. Ja, diesmal habe ich was mit. Entweder die Maske, weil da gibt es noch zwei Teile, wir wissen eh, wo sie sind. Jetzt inzwischen, ich halt. nehmen wir das. Gepriesen sei eure Freundlichkeit. Ja? Bitte bringt mir bald mehr Schuppen. Ja, ich probiere es, mein lieber Freund. Sind kein Problem mehr, aber die zu treffen sind, ist noch immer ein Problem. Und dann hat er da zwei Hunde. Gut, das ist. Naja. Ja, wachen hier rum. Kosten. Und das hat sich erledigt mit Herumwachlerei. Fähigkeit erwerben. Ich weiß nicht, was da neu sein soll. Was macht das? Beim durchbrochenen Haltung. Übersprung, springen über und hinter dem Feind. Aber nur bei unterbrochener Haltung. Hem. Das wäre besser. Und jetzt habe ich beschlossen, dass wir in die Ashina-Burg zurückkehren. Und uns mal zu entscheiden wegen Uhu. Okay. Was soll denn der Kack? Kann man kontern. Ah, jetzt habe ich zu wenig.
Ey, du! Drecksau, ey! Kleine. Ah, da ist ein Rumschlag. Okay. Das habe ich jetzt verkackt. Ah, meine Finger sind eng. Ach Gott. Okay. Die sind so hart, finde ich. Das waren ja nur ein paar in dieser Welt. In einem, den was wir oben besiegt haben. Aber ich will jetzt. Ich bleibe mal unten. Nein, nein, ich will nicht unten bleiben, das ist es ja. Alter, was wollen die da? Wir schreien. Ich habe auch kein Voucher mit. Mein Sklave. Das ist so cool. Oh, cool. Kommt der nach? Nö. Oder doch? Nö, der kommt nicht nach. Okay. Ah, ich hab's verkackt. Auf Wiedersehen. Jetzt kann ich mich entscheiden zwischen zwei Enden. Aber ich werde mich heute mal für... Ich hab was kein Dings mehr. Aber ich rede mal mit ihm. Vater, zu denken, dass ihr noch lebt. Das war meine Absicht. Aber das Gleiche kann auch von dir gesagt werden. Ich war mir sicher, dass du in jener Nacht gestorben bist. Die Macht des göttlichen Erben hat mich zurückgebracht. Das ist es. Was? Die Macht des göttlichen Erben. Ich brauche das Drachenblut. Vater. Jetzt wird es dir klar. Denk an die erste eiserne Regel. Als dein Vater befehle ich dir, deinen Herrn aufzugeben. Ab diesem Augenblick ist er nicht mehr dein Herr. Den göttlichen Erben aufgeben? Hör mir zu, Wolf. Aha. Gehorche dem Befehl deines Vaters und diene nicht mehr dem göttlichen Erben. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wenn wir jetzt die eiserne Regel befolgen, Kure aufgeben drücken, kriegen wir das erste Ende. Aber... das werden wir vielleicht zum Schluss machen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht machen wir den auch jetzt. Dann kommt Emma und ja, greift uns an. Und danach ihr Meister. Und das ist dann das erste Ende. Ich habe, glaube ich, sogar... ich habe eh ein Safe Game angelegt. Aber ich denke gerade nach, ob ich das machen soll. Oder auch nicht, ich weiß nicht.
Entschuldigung, meine Allergie macht mir zu schaffen, echt. Ich weiß nicht. Wenn ich die Eisenringe gebrechen, geht das Abenteuer weiter und wir können die restlichen Bosse besiegen. Aber ich habe ja ein Safe Game. Schätze ich halt. Sonst müssen wir das halt im New Game Plus machen. Ich hoffe, das hat funktioniert. Befolgen, Kuro aufgeben. Das kann ich nicht. Du machen wir das andere. Kannst nicht. Seit wann zeigt dein Shinobi Mitgefühl? Undenkbar. Was für ein erbärmliches Verhalten. Was ist jetzt? Okay. Warum? Warum verstehst du den Willen deines Vaters nicht? Hast du die eisernen Regeln vergessen? Ich weiß sie gar nicht. Manchmal muss man seine eigenen Regeln machen. Das habe ich beschlossen. Genau wie mein Meister. Jetzt wird's lustig. Ja. Du bist gewachsen, wenn auch nur etwas. Wenn auch nur etwas. Komm. Jetzt haben wie du willst. Uhut, als Bossfight. Der erste halt. Junger Wolf, ja, du bist älter. Es ist lange her, dass wir gegeneinander gekämpft haben. Halte dich nicht zurück! Alter, der Wimst. Alter. Okay. Erstens, die Eltern sind absolut. Ihr Wille muss befolgt. Zweitens, ich hau dich. Gib dir gleich ungehorsam. Was hat er da jetzt? Okay, der macht's dann. Was? Ich kann mich nicht mehr heilen! Das hat er gemacht. Das ist ja ein Drecksau. Hat der. Ernsthaft? Das muss man ausweichen, das tut weh. Aha. Ich kann eine zweite nehmen. Alter, der kann Gas geben für sein Alter. Alter. Er schlägt nochmal zu. Nein, diesmal nicht, du Kleiner. Nein, du, die macht Anti-Heilung nämlich. Das ist ja krank. Nein. Ich mag mich gern heilen.
Komm. Okay. Großer Shinobi, Uhu, du klein. Nein, 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 nein. Anti-Heilung mag ich gerade nicht so gern. Vater? Nein, nein, nein. Das ist eine gemeine Drecksau. Heilen. Nein, nein, nein. Moment. Einen Moment. Jetzt muss ich mir was überlegen. Meine Hand ist eingeschlafen. Nicht so gut. Sag ich euch. Keine Ahnung wieso. Inventar, was können wir gegen den machen? Gar nichts, der haut mich. Nein, nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich will ein bisschen das Moveset außerdem ansehen. Jetzt kommt er zu mir, ja. Okay. Ja, tot am. Letztendlich warst du nicht mehr als ein erbärmlicher, streunender Hund. Halt's Maul. Echt jetzt. Achso. Jetzt renne ich einfach nur hin. Alter, danke. Du kannst mich mal. Danke, danke. Und. Danke. Hallo, Uhu. Kann ich mich jetzt hier immer wieder entscheiden? Ha. Dreh dich nochmal mit ihm. Anscheinend können wir uns nicht. Achso, okay. Warum? Wir überspringen das an. Geredet. Es ist lange her, dass wir gegeneinander gekämpft haben. Halte dich nicht zurück! Nicht mit mir. Nicht mit mir, Uhu. Jetzt habe ich ihn. Ja, komm. Ja, er schlagt und dann. Ja, gut. Ah, okay, das macht er auch. Okay, das ist eine neue. Ach. Nein. Alter. Okay, das ist gut zum Banishen oder besser gesagt zum Bestrafen. Alter Mann. Ja, das ist. Komm, schieß auf mich.
Die Hälfte habe ich. Ja, das sollte man ausweichen. Ja. Ihr Wille muss befolgt werden. Doch ich fühle Ungehorsam. Alter. Alter, der fährt ja voll das Programm. Ich meine, bei jetzt wird jetzt. Also, ich glaube, ich muss hier. Glück gehabt. Ach Gott. Okay. Er will das. Jetzt kann ich mich immer heilen nach und nach. Jetzt, das war das. Okay, das war's wieder mal. Mein Gott, der Weg zu ihm ist ja auch so weit. Du nicht mehr als ein erbärmlicher, streunender Hund. Halt's Maul doch, bitte. Echt jetzt. Der geht mir schon auf die Nerven. Er hat eigentlich eh nur ein paar Attacken. Dürfte nicht das Problem sein, hey. Ah, Drecksau. Kann ich nicht haben. Sie ist ja beleidigt. Ja, undenkbar. Wow. Wow. Genug geredet. Es ist lange her, dass wir gegeneinander gekämpft haben. Halte dich nicht zurück. Alter. Ja, toll. Das kann ich schon wieder vergessen. Die Eltern sind absolut. Ihr Wille muss befolgt werden. Doch ich fühle Ungehorsam. Ja, du fühlst Ungehorsam. Was wundert's dich? Okay, er hüpft. Alter, der wird mir bei der Heilung wegnehmen. Gut. Alter! Er will mir. Das ist jetzt schnell gegangen. Mehr als ein erbärmlicher, streunender Hund. Danke. Ja. Ich denke gerade nach, ob ich jetzt hier weitermachen soll. Aber ich würde jetzt halt eigentlich nur mal sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und beim nächsten Mal schauen wir, dass wir den Uhu besiegen. Ja.
Ich glaube, ich muss mir nochmal die Moveset ein bisschen genauer ansehen. Ja, gut. Und dann sage ich nur mal danke fürs Einschalten. Und beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.